vorstellen, meine Damen und Herren. Zunächst mal ein Satz zur AfD. Ob Sie beim Thema Obelisk oder auch bei anderen Themen tatsächlich nah an den Bürgerinnen und Bürgern sind, das stelle ich hiermit mal in Zweifel. Mangelnde Selbstreflexion kann man auch durchaus pathologisch begründen. Meine Kritik am gesamten Thema bzw. am Kommunikations- und Diskussionsprozess macht sich daran fest, dass aus meiner Sicht der Magistrat schon ein Stück weit unprofessionell gehandelt hat. Wenn ich mit jemandem in eine Verhandlung gehe, wo es dann auch nicht um einen Kleckerbetrag geht, dann ist das Erste, was ich verhandle und mich dann entsprechend daran auch halte, dass irgendwelche Wasserstandsmeldungen nicht in die Öffentlichkeit kommuniziert werden. Denn erst durch verschiedene Wasserstandsmeldungen, durch Pressemitteilungen, durch Informationen, die von Dritten durchgesteckt worden sind, hat das Ganze eine Dynamik hier in Kassel genommen, was der Stadt Kassel unterm Strich schadet. Als überzeugter Kasseler finde ich es immer gut, wenn die Stadt Kassel, eine positive Rückmeldung erfährt, wenn sie an ihrer positiven Außendarstellung arbeitet. Aber wenn ich mir hier so die Diskussion jetzt auch anschaue und wenn ich, da braucht man kein Prophet sein, es wird eine Menge überregionaler Zeitungen geben, die werden sich auf Deutsch das Maul nach dieser Stadtverordnetenversammlung zerreißen. Es wird einige Kommentarspalten geben, einige Artikel im Feuilletons und da wird die ganze Sache, und wir vertreten hier die Stadt Kassel, wir haben Verantwortung für die gesamte Stadt Kassel, da werden wir der Sache nicht gerecht. Und egal wie diese Entscheidung hier heute ausgeht, ich appelliere an alle, zu einer gewissen Sachlichkeit zurückzukehren. Und ich mache den Vorschlag bei ähnlichen Verfahren, dass man sich da professioneller aufstellt und dass man sich an gewisse Gepflogenheiten hält, wenn man in Verhandlungen geht, weil das wird für die Zukunft der Sache dienlich sein.